Ludwig XIV. War so mächtig, dass er sich Sonnenkönig nannte. So beherrschend, dass selbst die hochmütigsten Aristokraten sich seinem Willen fügten. Und so unersättlich, dass ihm eine Mätresse auf Dauer zu wenig war. Sein bewegtes Leben war von der Suche nach Pracht und Herrlichkeit bestimmt. Nach diesen zwei Idealen trachtete er in der Liebe, im Krieg und in der Kunst. Vor allem in Versailles wollte er seine Größe zum Ausdruck bringen, mit einem Schloss, das so einzigartig sein sollte, dass es jeden Palast auf der Erde in den Schatten stellen würde. Intime Eintragungen, aber auch offizielle Aufzeichnungen liefern Material für eine Geschichte, in der aus der Obsession eines Königs ein Weltwunder entstand. Es begann in einem Sumpf. Dieses mückenverseuchte Marschland wählte der 27-jährige König von Frankreich als Standort für seinen neuen Palast. Ganz in der Nähe des eher unbedeutenden Städtchens Versailles. Der Hofstaat des Königs zeigte sich alles andere als erfreut. Es schien, als ob Ludwig sich die unfreundlichste Landschaft, die man sich vorstellen kann, für seinen Palast ausgesucht hätte. Als ob er der Welt zeigen wollte, dass sein Wille stärker sei als die Natur. Der Grund für Ludwigs Wahl war sentimentaler Natur. Hier stand das alte Jagdschloss seines Vaters und als Junge hatte er in dieser Gegend gespielt und gejagt. Das Schloss von Ludwigs Vater lag auf einem Hügel. Man konnte es nicht zu einem Palast erweitern, da nicht genügend flacher Baugrund vorhanden war. Ludwig wurde mitgeteilt, dass der Ort für eine Erweiterung des väterlichen Schlosses ungeeignet sei. Als Herrscher mit absoluter Macht war es Ludwig nicht gewohnt, sich sagen zu lassen, was machbar ist und was nicht. Sie sollten sich etwas beeilen, Monsieur Silvestre, das Bild fertigzustellen. Diese Ansicht wird sich schon bald verändern. Ludwig hatte sich von Anfang an hohe Ziele gesetzt. Er nahm den besten Architekten der damaligen Zeit unter Vertrag. Ein Mann namens Louis Le Vau sollte das Jagdschloss in den Palast seiner Träume verwandeln. Ludwig widmete dem neuen Projekt viel Energie, aber er sorgte auch dafür, dass seine andere große Leidenschaft nicht zu kurz kam. Obwohl er mit der Königin Marie-Thérèse verheiratet war, hatte er zahlreiche Affären. Seine Mätresse war eine junge aristokratische Schönheit, Louise de la Vallière. Wir sagen, dass die Insekten einen schlechten Geschmack hätten. Sie haben dich an den süßesten Stellen gebissen. Aber es juckt entsetzlich und ich möchte mich ständig kratzen. Da? Und hier oben? Ludwig war von Frauen begeistert. Er liebte sie über alles. Nicht nur wegen des Sex. Er liebte ihre Gesellschaft, ihre Unterhaltung, ihre Eleganz. Er liebte Frauen, die geistreich und gebildet waren. Er liebte Frauen vor allem deswegen, weil sie ihn neckten und ihn zum Lachen brachten. Und da auch. Boah. Und da. Sexuell besaß Ludwig einen unglaublichen Appetit. Wenn sich seine Mätresse beim Auskleiden zu viel Zeit ließ, konnte er sich inzwischen schon mal mit ihrer Zofe vergnügen. Oder mit einer Bediensteten, die auf einem der Flure in Versailles vorbeikam. Wie bei allem anderen war er auch in der Liebe mit viel Enthusiasmus dabei. Von einem französischen König wurde erwartet, dass er sich eine Mätresse hielt. Es symbolisierte gewissermaßen die Potenz einer Nation. 100 Jahre später waren die Franzosen wütend auf den armen Ludwig XVI., weil er keine Mätresse hatte. Louise de la Vallière war die erste offizielle Mätresse von Ludwig XIV. Sie war eine Kammerfrau am Hof. Die arglose, bezaubernde Tochter aus gutem Hause liebte den König grenzenlos. Das machte Louise für Ludwig unwiderstehlich, denn sie konnte ihn überzeugen, dass sie ihn, den mächtigen König, um seinetwillen liebte. Das war es, was der junge Ludwig hören wollte. Die beiden hatten, glaube ich, eine gute Zeit miteinander. Time.
Louise war Ludwig sehr wichtig. Er liebte sie. Sie hatten zwei Kinder zusammen und er machte sie zur Herzogin. Dennoch war es eher die heftige Schwärmerei eines jungen Mannes als eine tief empfundene Leidenschaft. Unabhängig von seiner Zuneigung für Louise vernachlässigte Ludwig zu keinem Zeitpunkt seine Frau. Die Heirat mit Königin Marie-Therese war politisch von großer Bedeutung. Die eheliche Verbindung sicherte für viele Jahre den Frieden zwischen Frankreich und Spanien. Zudem sollten die Kinder aus ihrer Ehe die Dynastie des Königs fortsetzen. Ludwig fühlte sich der Königin gegenüber verpflichtet. Er schlief auch ab und zu mit ihr, was die Königin tags darauf zu einer Messe veranlasste. Das sorgte am Hofe für Belustigung, da sie immer sehr vergnügt aussah, wenn sie in der Kapelle erschien. Der König zeigte sich ihr gegenüber stets aufmerksam und höflich. Sie hatten auch Kinder. Aber Marie-Therese besaß weder das Aussehen, noch die Erziehung, noch den Witz oder Charme, um einen Mann wie ihn zu fesseln. Deshalb akzeptierte die Königin Ludwigs Untreue als einen Bestandteil ihrer Ehe, wie die meisten adligen Frauen jener Zeit. Auch die von Mücken geplagten Höflinge mussten ihren König so akzeptieren, wie er war. Wie alle Monarchen des 17. Jahrhunderts glaubte sich Ludwig von Gott ernannt. Merci bien. Monsieur, ich darf Ihnen mitteilen, dass ich meinen Kammerdiener, Monsieur Blanc, zum ersten Staatssekretär ernenne. Was für eine Nachricht, Sire. Jeder von uns hätte die Verantwortung gern. Monsieur Blanc genießt unser Vertrauen. Wir wären sehr erfreut, wenn Sie jetzt auf ihn hören würden. Niemand konnte ihm irgendetwas vorschreiben. Ludwig war die einzige Macht im Königreich. Da er mit diesem Bewusstsein von Kindesbeinen an aufwuchs, kann man ihm auch keine Arroganz oder Überheblichkeit vorwerfen. Er war felsenfest davon überzeugt, Gott zu sein. Als eine Art lebender Gott liebte Ludwig nichts mehr, als für jeden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Ludwig wuchs in einem theaterversessenen Zeitalter auf. Als junger Mann nahm er Tanzstunden, die sein Selbstvertrauen offenbar völlig verwandelten. Er war tatsächlich ein vollendeter Tänzer und er genoss es, an diesen Aufführungen teilzunehmen, die hauptsächlich vor Hofpublikum stattfanden. Die Sternenhaufen fliehen, als der strahlende König auftaucht. Die himmlischen Lichter, die am Himmel regiert haben, verblassen in seiner Gegenwart. Ich glaube, auf seine Zeitgenossen hat Ludwig einen enormen Eindruck gemacht. Er war erstaunlich attraktiv. Mit seinem langen, goldenen Haar und seinem fast engelsgleichen Gesicht war er tatsächlich gottgegeben, wie seine Mutter Anne von Österreich ihn nannte. Ludwig liebte es, sich herauszuputzen, und das nicht nur zum Spaß. Es gehörte zu seiner Selbstdarstellung. Als Modell diente ihm der griechische Gott Apollo, der in der antiken Mythologie die Sonne symbolisiert. Heute verkörpere ich die Sonne, die von allen Sternen der edelste ist und die mit dem Strahlen, das sie umgibt, auch die anderen Sterne zum Leuchten bringt. Sie ist das lebhafteste und schönste Symbol eines großen Monarchen. Ludwig war sehr an der Sonne als Symbol interessiert. Es ist ein sehr mächtiges Symbol, weil sich das Sonnenlicht überall hin ergießt. Es ist auch sehr segensreich. Zugleich ist es ein Symbol der Herrschaft, weil sich alle anderen Elemente der Sonne unterordnen. Sie steht in gewissem Sinn über allem. Monsieur Lully, sollten wir nicht noch ein paar Federn und Goldkugeln hinzufügen, um das Kostüm feuriger zu machen? Sonnenkönig schien Ludwig als Titel angemessen. Zunächst war es nur ein Teil seiner Selbstinszenierung, aber später identifizierte er sich immer mehr mit seinem Symbol. Architekt Levaux's Planung für die Umgestaltung von Versailles war abgeschlossen. Das Modell konnte dem anspruchsvollen Auftraggeber präsentiert werden. Ludwig wollte ein Gebäude, das den Besucher in Ehrfurcht erstarren ließ. Und tatsächlich, seine Residenz war für alle eine Sensation. Levaux's Modell war beeindruckend, aber es hatte ein großes Manko. Für den Bau wollte der Architekt das alte Jagdschloss zerstören. Das ist ein völlig neuer Gebäudekomplex? Ja, unbedingt, Sire.
Ludwig XIV. Wollte das kleine Schloss seines Vaters immer erhalten. Das war ein Problem für den Architekten, da Architekten immer dazu neigen, alles zu zerstören, um etwas Neues zu schaffen. Aber Ludwig wollte das nicht und schickte den Architekten mit der Anweisung wieder fort, das kleine Schloss nicht abzureißen. Es geht darum, das ursprüngliche Schloss enorm zu vergrößern. Es soll als Erinnerung erhalten bleiben. Überarbeiten Sie dementsprechend Ihren Entwurf. Während Levaux an den Zeichentisch zurückkehrte, kümmerte sich Ludwig nun verstärkt um die Landschaft. Er wollte den bestehenden Garten ausweiten, ihn mit Zierteichen und Baumgruppen schmücken, die von blendenden Fontänen gesäumt sein sollten. Aber er hatte sich dafür ein äußerst unpassendes Gelände ausgesucht. Es gab keine Ausblicke. Sie wurden durch die Talränder verhindert. Außerdem war Versailles nicht eine Gegend, die das Anpflanzen von Bäumen erlaubte, wie es sich Ludwig für seinen Garten wünschte. Ludwigs oberster Gärtner war der berühmteste Landschaftsarchitekt des Jahrhunderts, André Le Nôtre. Versailles sollte zur größten Herausforderung seiner Karriere werden. Wie darf ich mich erkenntlich zeigen? Indem Sie uns mit Ihrem Garten einen Vorgeschmack aufs Paradies geben. Aber der Sonnenkönig wollte nicht lange auf sein irdisches Paradies warten, auch nicht darauf, wie aus Schößlingen Bäume heranwuchsen. Ludwig XIV. Erwartete Ergebnisse. Und die möglichst rasch. Das spielte beim Projekt Versailles stets eine große Rolle. Schließlich ließ man ausgewachsene Bäume aus verschiedenen Gegenden Frankreichs ausgraben und herbeischaffen. Dafür wurde sogar eine spezielle Gespannvorrichtung entwickelt, die es den Zugpferden erlaubte, große Bäume über die holprigen Straßen zu transportieren. Ludwig liebte es, seine Macht zur Schau zu stellen. Nachdem er einen Krieg gegen Spanien gewonnen hatte, veranstaltete er ein großes Fest in den Gärten von Versailles. Es war für den König auch die Gelegenheit, seine neue Mätresse vorzuführen. Sie hatte Louise als seine Lieblingsmätresse abgelöst. Die Dame hieß Madame de Montespan und war eine der schönsten Frauen Frankreichs. Madame, Madame, der König vermisst Sie schon an seiner Seite. Ich kann mich doch nicht ungekämmt dem König präsentieren. Außerdem dürfte ein bisschen warten, die Begierde nur noch etwas steigern. Madame de Montespan war sehr attraktiv. Sie war auch kein Kind von Traurigkeit. Alles, was sie unternahm, machte sie aus großem Vergnügen. Sie liebte Juwelen, schöne Kleider, Essen, Blumen und Gartenbau. Und vor allem liebte sie, wie ihr König, Sex. Ludwig hatte die ideale Mätresse gefunden. Der Sonnenkönig wusste, wie man wundervolle Feste feierte. Madame de Montespan war genau die Frau, nach der Ludwig Ausschau gehalten hatte. Gleichzeitig war sie so schön, dass sie bei den Gesandten viel zur Legendenbildung des Königs beitrug. Die Festivitäten des Sonnenkönigs waren mehr als nur reines Vergnügen. Sie hatten durchaus politische Bedeutung. Ludwig baute seinen Palast mehr und mehr zum wichtigsten und attraktivsten Königssitz Europas aus. Die Feste in Versailles wurden oft beschrieben als heidnische Zeremonien, mit Feuerwerken und Gondelfahrten auf dem Kanal, mit Bällen für 3000 Menschen unter dem Sternenhimmel, Spielen und Ballettvorführungen mit 100 Tänzern. Künstler und Akrobaten aller Art traten in diesem riesigen Zirkus zur Huldigung des Königs auf. Die großartigen Feste sollten dem Adel und dem Rest Europas zeigen, wie mächtig der König von Frankreich war, was für wundervolle Künstler für ihn auftraten, vor allem was für hervorragende Musiker. Es sollte verdeutlichen, wie überlegen sein Hof und seine Kultur allen anderen Höfen und Kulturen in Europa war. Louise, die frühere Mätresse des Königs, gab den Versuch auf, Ludwig für sich zurückzugewinnen. Nach Jahren voller Missachtung entschloss sie sich, ins Kloster zu gehen. Die gemeinsamen Kinder ließ sie beim König. Ich glaube nicht, dass sie wegen der Kinder Schuldgefühle hatte. Sie wusste, dass sie am Hof gut erzogen würden. Doch sie wollte ihre Schuld mit Buße und Fasten im Kloster sühnen.
Dort dürfte sie letztlich auch glücklicher gewesen sein. Sie entwickelte sich zu einer sehr strengen Nonne mit kurzgeschnittenen Haaren und Büßerhemd. Sie betete viel und starb schließlich in einem heiligen Klosterorden. Ludwig verbrachte immer mehr Zeit in Versailles und entschloss sich deshalb, seine gesamte Regierung dorthin zu holen. Um die Beamten unterbringen zu können, kam Architekt Levaux mit einer völlig neuen Idee. Er wollte zwar das alte Jagdschloss behalten, es aber auf drei Seiten mit massiven Gebäuden umgeben. Der Entwurf wurde bekannt als die Umarmung. Das Schloss blieb erhalten, aber es wurde von neuen Gebäuden in einem völlig anderen Stil umrahmt, sodass es eher wie ein Palast aussah. Außerdem beauftragte Ludwig seinen Architekten, Pavillons für die Minister zu errichten. Das war wichtig, denn so wurde aus Versailles auch der Sitz der Monarchie, der Ort, von dem aus der König regieren konnte. Die Umarmung zu bauen war eine gewaltige Aufgabe, die Tausende von Handwerkern erforderlich machte. Auf dem Höhepunkt arbeiteten dort 40.000 Menschen gleichzeitig. Es war ein gefährlicher Ort, denn Sicherheitsvorkehrungen gab es nicht. So kam es zu vielen Unfällen, bei denen auch Menschen starben. Die ehrgeizigen Entwürfe von Le Nôtre nahmen langsam Gestalt an. Ludwigs Traum vom prächtigsten Palast in Europa wurde nach und nach Wirklichkeit. Die große Leistung von Ludwigs Gartenarchitekt bestand darin, die Landschaft von Grund auf neu zu gestalten. Er teilte sie auf einem Rastergitter in Einzelbereiche ein und behandelte jeden Bereich wie ein Zimmer im Freien. Und dann holte er Wasserbauingenieure, Bildhauer und Architekten, um diese Zimmer zu möblieren. Sire, was haltet ihr davon, dem großen Kanal zwei Arme hinzuzufügen? Das würde an ein Kreuz erinnern. Eine fromme Auffassung von Geometrie, Monsieur Le Nôtre. Wir sind entzückt. Das wird uns sicher Glück bringen. Die Umarmung um das alte Jagdschloss war fertiggestellt. Ludwigs Minister bezogen ihre neuen Wohnungen und der König konnte von Versailles aus regieren. Ludwig erklärte den Palast zu seinem ständigen Wohnsitz. Er bestand darauf, dass der führende französische Adel seinem Beispiel folgte. Monsieur, der Zeitpunkt ist gekommen, um Versailles zur Residenz des Königs von Frankreich zu erklären. Für Ludwig stand außer Frage, dass der Adel, besonders der Hofadel, ein wichtiger Aspekt seiner Regentschaft war. Er verschaffte ihm den Ruhm und seinen Status. Doch die Entscheidung, etwas zu billigen oder abzulehnen, lag in letzter Instanz immer beim König. Und wer beim Militär Karriere machen wollte oder einen Vorteil für seine Anhänger oder seine Familie herausschlagen wollte, versuchte sich Zugang beim König zu verschaffen und nicht bei einem seiner Minister. Um all diese Adligen unterzubringen, musste weitergebaut werden. Ludwigs Finanzminister Jean-Baptiste Colbert sorgte sich wegen der Kosten. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass jeder dieser Männer einen angemessenen Platz findet. Versailles fehlt dazu der Wohnraum. Sire, wir müssen noch weitere Wohnungen bauen. Dann bauen wir sie, Colbert. Dann bauen wir sie. Wenn Sire, der König in Versailles ist und ohne seine Zustimmung Frankreich nicht regiert werden kann, dann muss der Adel eben in Versailles wohnen. Ludwig wollte den Adel in Versailles, um ihn unter Kontrolle zu behalten. Seine Botschaft an den Adel war: Wenn ihr einen Wunsch habt, dürft ihr nicht rebellieren, sondern müsst mir eure Aufwartung machen.
Sire, das Schloss in seinem jetzigen Zustand. Architekt Louis Levaux starb, bevor er sein Projekt vollenden konnte. Er wurde durch Jules Mansart ersetzt, der neue Ideen mitbrachte. Mansart hatte die Idee, die Umarmung mit zwei großen Flügeln zu erweitern, um darin die Prinzen und den Hof unterzubringen. Es war ein ungeheurer Entwurf und entsprach wohl eher dem, wie ein großartiger Palast für einen großartigen König auszusehen hätte. Wenn Eure Majestät so gütig wäre, einen Blick durch das Fenster zu werfen. Es bietet eine detailgenauere Ansicht. Mansarts ehrgeizigster Vorschlag war eine fantastische Spiegelgalerie. Durch die Reflexion des Sonnenlichts in der Galerie wird es dort keinen einzigen Schatten geben. Und Sie haben einen freien Blick in die Gärten. Monsieur Mansart, Ihre Kunst findet unseren Gefallen? Sire, meinen verbindlichsten Dank. Ludwig hielt die Höflinge, die um seine Gunst bemüht waren, damit beschäftigt, dass er seine Alltagsgeschäfte in öffentliche Rituale verwandelte. Wenn er sich morgens zum königlichen Lever erhob, standen die Adligen Schlange, um ihm das passende Kleidungsstück anzubieten. Zur Nacht beim königlichen Coucher stritten dann die Ehrenmänner, wem das Recht zufiel, dem König das Nachthemd zu reichen. Das Privileg des Adligen mit dem höchsten Rang. Die Adligen konnten nicht zu ihren Besitztümern aufs Land, um sich dort um ihre Armeen zu kümmern. Sie mussten am Hof bleiben und darum streiten, wer dem König die Serviette überreichen durfte. Selbst die Mahlzeiten des Königs wurden zu einer Art Veranstaltung, bei der die Adligen zusahen, wie der König aß und darauf warteten, dass er zu ihnen sprach. Eine Auswirkung von Versailles war, dass selbst die führenden Adligen eine ehrfurchtsvolle Haltung einnahmen. Ein deutliches Signal dafür, dass die Monarchie wieder an der Macht war. Schmeicheleien gehörten bei den Höflingen zur Tagesordnung. Ein Höfling zum Beispiel, der auf seinem Landsitz ein angesehener Adliger war, antwortete auf die Frage des Königs, wann seine Frau denn ihr Kind gebären würde, mit »Wann es Eurer Majestät gefällt?« Neben der Unterbringung von Tausenden von Höflingen und Beamten war für den König Versailles auch ein Prestigeobjekt Frankreichs. Dahinter stand wohl die Absicht, die Leistungen der französischen Manufakturen wie in einem Schaufenster zu präsentieren. Damit wollte man Italien, das im 17. Jahrhundert tonangebend in Geschmacksfragen war, Konkurrenz bieten, wenn nicht sogar übertreffen. Die Pracht des Interieurs sollte den Glanz der Monarchie und die Stellung Ludwigs des 14. widerspiegeln. Ludwig liebte kostbare Materialien und hohe Kunstfertigkeit. Versailles war sozusagen die Bühne, auf der Ludwig zeigen wollte, wie Frankreich an der Spitze Europas stand, was Geschmack und Kunst betraf. Während die Bauarbeiten voranschritten, gab Ludwig hunderte von Gemälden, Skulpturen und Artefakte in Auftrag. Viele hatten ihn selbst zum Gegenstand, die Verkörperung französischer Herrlichkeit. Das war natürlich beabsichtigt. Wenn man Ludwig mit den Herrschern vor ihm vergleicht, fällt auf, dass er eine Vielzahl von professionellen Beratern hatte. Ein Team von Intellektuellen und Schriftstellern unterstützte ihn. Das ist wirklich eine Innovation. Eine kleine Gruppe, die daran arbeitete, wie man dem Image des Königs die größtmögliche Ausstrahlungskraft verleihen konnte. Auch der große französische Maler Charles Lebrun konnte für dieses Vorhaben gewonnen werden. Der königliche Weg erscheint vor euren Augen, Sire. Er führt ein jedes eurer Vorhaben vom Krieg in den Frieden, von der Dunkelheit ins Licht. Von den Kräften des Chaos zum Sieg des Guten über das Böse.
Ihre Bilder werden von uns sehr geschätzt, Monsieur Lebrun. Ludwigs Berater bevorzugten Bilder, die den König als heldenhaften Eroberer darstellten, sowie Zeichnungen von antiken Göttern wie Jupiter und allen voran Apollo. Damit sollte eine Verbindung geschaffen werden zwischen den mächtigen Männern der Vergangenheit und dem mächtigsten und bedeutendsten König der Gegenwart. Ludwigs Bild in der Öffentlichkeit war vermutlich maßlos übertrieben, sozusagen ein Hype des 17. Jahrhunderts. Aber er war sicher ein bemerkenswerter Mann. Ludwig geht dreimal am Tag jagen. Er geht dreimal am Tag zu Beratungen. Er arbeitet hart und vollzieht dreimal am Tag den Geschlechtsakt. Der Mann muss eine unglaubliche Energie gehabt haben. Ludwigs rastloses Streben nach Ruhm und Herrlichkeit schlägt sich auch in der Gestaltung der Gärten von Versailles nieder. Aber selbst der König war machtlos gegen die Natur. Das Wasser in Versailles reichte nicht aus, um die Hunderte von Fontänen zu speisen, die Le Nôtre installiert hatte. Deswegen mussten die Gärtner auf den Spaziergängen des Königs immer die Brunnen aufdrehen, sobald er auftauchte, und schnell wieder abdrehen, wenn er weitergegangen war. Finden wir unser Wasser, Monsieur Le Nôtre. Das Problem, über schnell fließendes Wasser mit genügend Druck verfügen zu können, wurde nie zufriedenstellend gelöst. Man hat verschiedene Versuche unternommen, alternative Quellen in größerer Entfernung von Versailles anzuzapfen. Etwa die berühmte Maschine von Marly, die über große Wasserräder das Wasser aus der Seine nach Versailles hochschöpfen sollte. Sie versorgte zwar den Palast mit Wasser, aber das war's dann auch schon. Der letzte große Entwurf sah ein Aquädukt nach römischem Vorbild vor. Er wurde jedoch aus Kostengründen verworfen. Die großen Gärten von Versailles hatten im Prinzip nie genug Wasser, um alle Brunnen gleichzeitig zu betreiben. Der König! Glücklicherweise gab es aber genug Glas, um das wohl ehrgeizigste Projekt des Palastes umzusetzen. Dazu brauchte es 6 Jahre intensivster Arbeit. Die überwältigende Leistung von Mansart und Lebrun. Der Spiegelsaal von Versailles. Seinen Augen nicht. Es ist, als würde man träumen. Das, Madame, liegt daran, dass es auf der ganzen Welt ohne Beispiel ist. Der Effekt dieser Galerie ähnelt einem Traum. Die Spiegel sorgen für ein wundervolles Licht. Es ist beeindruckend und erstaunlich. Versailles ist ein Triumph, Sire. Ohne Zweifel ist Versailles einer der großartigsten Paläste der Welt. Ludwig hätte sich ja gewünscht, dass man das Schloss als Gesamtkunstwerk betrachtet und sich nicht auf einzelne Bereiche wie den Spiegelsaal oder den großen Kanal beschränkt. Als Einheit dürfte Versailles alle Paläste in den Schatten stellen, die jemals gebaut wurden. Hat etwas euer Missfallen erregt, Majestät? Alles ist genau wie versprochen. Nichtsdestotrotz würde es uns gefallen, die Galerie für die Öffentlichkeit zu öffnen. Wie auch den Rest des Schlosses und die Gärten. Sie sind der Stolz des Königreichs von Frankreich.
Die Welt sollte sie bewundern. Ludwig behauptete Versailles Samoa. Ludwig ist Versailles, es war sein Haus. Beide sind unzertrennlich und nur zusammen zu verstehen. Der König will seine Autorität und seine Position nach außen darstellen. Und Versailles ist die ideale Bühne, auf der er das, was er für seine Pflichten hält, vorführen kann. So betrachtet, erfüllt Versailles diese Anforderungen besser als jedes andere Gebäude. Ludwigs Liebe zu seinem Palast hielt länger als jede seiner menschlichen Beziehungen. Nach 14 Jahren, 9 Schwangerschaften und 7 Kindern verlor auch Madame de Montespan ihre Schönheit und ihre Faszination für den König. Madame de Montespan fiel mehr und mehr in Ungnade. Nach 9 Schwangerschaften war ihre Figur natürlich nicht mehr das, was sie einmal war. Sie sah etwas aufgedunsen aus, trank und spielte viel. Zudem sorgte sie mit ihren Wutanfällen für Unannehmlichkeiten. Wie so viele Frauen, die spüren, dass ihnen ihr Partner entgleitet, klammerte sich die Mätresse umso stärker an den König. Doch je stärker sie sich an ihn klammerte, desto mehr fühlte sich Ludwig von ihr abgestoßen. Siehe, ihr hört mir überhaupt nicht mehr zu, obwohl ich euch so viel zu sagen hätte. Später vielleicht, Madame. Doch nicht heute. Aber Ludwig machte auch eine persönliche Veränderung durch. Er wurde immer religiöser. Madame de Montespan war eine verheiratete Frau. Ein Seitensprung mit einer unverheirateten Frau war eine Sache, aber der doppelte Ehebruch war ein Sakrileg. Es hätte einen riesigen Skandal bedeutet. Ludwig wurde sich bewusst, dass sein Lebensstil für den Staat kompromittierend war und eine Gefahr für seine Regentschaft. Ludwig wandte sich einer anderen Frau zu, Madame de Maintenon, die Erzieherin seiner illegitimen Kinder. Frau Maintenon war fromm, ruhig und intelligent, Eigenschaften, die Ludwig nun in seinem mittleren Lebensalter bewunderte. Die arme Madame de Maintenon musste alles selbst erledigen. Sie war Koch, Klempner, Gärtner, Lehrer und Kindermädchen in einer Person. Es war anstrengend, doch sie machte alles so vorzüglich, dass Ludwig auf sie aufmerksam wurde. Ihm fiel diese intelligente Frau auf, besonders ihre ruhige Art. Langsam begann Madame de Maintenon, den König zu verführen. Beruhigen Sie sich, Madame. Und wie? Wenn es die zurückgewiesene Mätresse de Montespan war außer sich. Ich werde Gift nehmen. Aber nein, Madame. Man sagt, dass die Maintenon Gott mehr liebt als ihre Majestät. Er wird ihre Gebete bald nicht mehr hören können. Er liebt die Jahr, das Fest, die Schönheit. Glauben Sie mir. Sind Sie sicher? Natürlich, Madame. Es war vor allem der Aufstieg der Maintenon, der sie so ärgerte. Sie glaubte, einen Fehler gemacht zu haben, indem sie die andere Frau unterschätzt hatte. Frau Maintenon war arm, sie war eine Witwe, gab sich harmlos und überaus freundlich. Zudem war sie sehr intelligent. Madame de Montespan kam nicht auf die Idee, dass Ludwig sich in eine solche Frau verlieben könnte. Gefallen an ihrem Wesen haben könnte, das so unterschiedlich zu dem ihrigen war. In den nächsten Jahren war sie ständig verärgert. Als Königin Marie-Therese nach langem Leiden starb, war Ludwig frei. Er konnte wieder heiraten. Er wandte sich der ruhigen Hauslehrerin zu. Sie hatte nicht nur sein Herz gewonnen, sie hatte ihn davon überzeugt, dass sie ihm helfen könnte, seine Seele zu retten. Die Geisteshaltung im 17. Jahrhundert war eine völlig andere als heutzutage. Der Stellenwert, den man der Erlösung zusprach, war enorm. Man versuchte alles, um nach dem Tod der Hölle zu entkommen. Auch Ludwig nahm das sehr ernst. Frau Maintenon gelang es, ihn davon zu überzeugen, dass sie ihm bei seiner Seelenrettung helfen könnte. Da Frau Maintenon eine Bürgerliche war, konnte der König sie nur hinter verschlossenen Türen heiraten. Er musste eine geheime kirchliche Trauung organisieren, eine morganatische Hochzeit, die einzig die Anwesenheit eines Geistlichen und der Trauzeugen voraussetzt. So blieb Ludwig mit Gott und der Kirche im Reinen und konnte zur Kommunion gehen. Es ist interessant, dass Ludwig die Hochzeit nicht nur deshalb verschwieg, weil sie keine Prinzessin war. Er hatte da so seine eigenen Wertvorstellungen. Privat war er verheiratet, in der Öffentlichkeit war er ledig.
In der Öffentlichkeit konzentrierte sich Ludwig wieder auf das Leben im Palast, was manchmal sogar obsessiven Charakter annahm. Die Führungsschicht, die am Hofe von Versailles versammelt war, verwandelte den Ort zum sozialen und politischen Machtzentrum Frankreichs. Center of France. Für einen französischen Adligen war Versailles aufregend, weil Ludwig XIV. Der Gastgeber war. Man verbrachte den Abend in Anwesenheit des Königs. Man hatte Zugang zu seinen Spieltischen. Man konnte vor den Augen des Königs zum Tanz aufgefordert werden. So etwas war für den Adel äußerst prestigeträchtig und schmeichelhaft. Der Hof von Versailles war eine Mischung aus Königsadel und dem Börsenhandel der Zukunft. Es war einerseits eine gesellschaftliche Elite, die sich untereinander kannte und miteinander agierte. Andererseits gab es Experten, die sich in ihrer eigenen Sprache, ihrem eigenen Code verständigten. Wie man den besten Handel abschloss und den größten Vorteil aus einer bestimmten Situation herausschlug. Versailles war eine Brutstätte für Skandale. Man begann seine Konversation oft mit on dit, man sagt dies, man sagt das. Den ganzen Tag über wurde geflüstert, Gerüchte machten die Runde. Die Leute schickten sich in kleinen Briefen die neuesten Klatschnachrichten. Der Palast war letztendlich ein bedrückender Ort. Man konnte nichts tun, ohne dass es jeder wusste. Versailles war das Zentrum eines außergewöhnlichen Netzwerks. Jeder, der etwas auf sich hielt, war in Versailles. Davon ausgeschlossen zu sein, kam für einen französischen Adligen einer Katastrophe gleich. Das Schlimmste für einen Höfling war, wenn der König sagte, das ist jemand, den ich noch nie gesehen habe. Menschen verbrachten Jahre damit, ein Wort oder eine Geste vom König aufzuschnappen. Die Abhängigkeit des Adels vom König erlaubte es Ludwig, in die Rolle zu schlüpfen, die ihm angeboren war. Er entwickelte sich zum vollendeten Darsteller. Das ganze Regime in Versailles hing von dieser ungewöhnlich charismatischen Person ab, die für ihr riesiges Publikum, das sie um sich versammelt hatte, die Rolle als König hervorragend interpretierte. Louis. Aber Ludwig war auch nur ein Mensch. Nach Jahren guter Gesundheit bekam er ein ernstes medizinisches Problem, eine anale Fistel. Leg dich noch etwas hin. Du kannst so nicht aufstehen. Es schmerzt fürchterlich. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Aber Frankreich darf von meinen Schmerzen nichts wissen. Der König hat seine heilige Pflicht. This was an extremely serious condition. Im 17. Jahrhundert war das ein extrem gefährlicher Zustand. Das Risiko eines Darmbrandes, bei dem sich der Eiter ausbreiten und den Rest des Körpers infizieren konnte, war sehr hoch. Ohne Behandlung hätte es fast sicher den Tod des Königs bedeutet. Die einzige Möglichkeit war ein chirurgischer Eingriff, aber die Chirurgie hatte damals eine miserable Erfolgsquote. Dennoch befahl Ludwig seinen Ärzten den Eingriff. Sein erster Hofarzt hatte für die Operation sogar ein neues Instrument entwickelt. Die beteiligten Ärzte führten eine solche Operation nicht zum ersten Mal durch, aber sie blieb äußerst riskant. Im 17. Jahrhundert brachten die Ärzte einen eher um, als dass sie ihn heilten. Mit enormem Aufwand versuchte man, die Einzelheiten zu verbergen, um im Falle von Ludwigs Tod die Reaktion auf den Eingriff in den diplomatischen Kreisen Europas gering zu halten. Versailles
Majestät. Ich bitte Sie nur um eins, dass Sie mich wie einen meiner Untertanen behandeln. Eine zitternde Hand können wir nicht gebrauchen. Verstehe, Majestät. Ludwig war unglaublich tapfer während der Operation. Er sagte kein Wort und das bei diesen Schmerzen ohne Betäubungsmittel. Er besaß eine wirklich ungewöhnliche Selbstbeherrschung. Er biss die Zähne zusammen und hielt mit Würde durch. Die Fistel Ihrer Majestät ist weitgehend entfernt. Jetzt können wir nur noch für seine Genesung beten. Am selben Abend hielt Ludwig eine Kabinettssitzung ab. Blass und schweißgebadet, aber er hielt durch. Ludwig erholte sich wieder, aber andere Probleme machten ihm zu schaffen. Sein Ruhm und seine Erfolge hatten ihm viele Feinde eingebracht. 2 Jahre nach der Operation begann Frankreich einen kostspieligen Krieg gegen Spanien, England und Schweden. Als die Kampfhandlungen andauerten, wurde klammheimlich Silber aus dem Palast entfernt und eingeschmolzen, um die Soldaten des Königs zu bezahlen. Da er den Krieg nicht gewinnen konnte, unterzeichnete Ludwig einen für ihn und sein Land ungünstigen Friedensvertrag, in dem er Gebiete an den Feind abtreten musste. Der Stern des Sonnenkönigs begann zu sinken. Obwohl er an seinem großen Palast noch einige kleine Verbesserungen durchsetzte, verlor er viel von seinem Enthusiasmus. Ist diese Arbeit wirklich notwendig? Die Oper, Sire. Es stimmt, dass unser Versailles immer noch einer Oper entbehrt. Aber es ist zu spät, Monsieur Mossin. Machen Sie unser Vestibül. Aber die Oper überlassen Sie unseren Nachfolgern. Nach nur 4 Friedensjahren drohte eine neue Krise. Der spanische König starb und vermachte sein Reich Ludwigs Enkel. Wenn Ludwig zugunsten des Jungen das Testament akzeptierte, würden die anderen europäischen Mächte eingreifen und versuchen, das zu verhindern. Wenn der französische König sich jedoch weigerte, würden die Gebiete an Frankreichs Rivalen Österreich fallen. Ludwig befand sich in einer schwierigen Situation. Egal wie er sich entschied, die Folgen würden fatal sein. Da es nicht zuletzt um die Ehre seiner Dynastie ging, war es nicht überraschend, dass Ludwig das spanische Erbe anerkannte. Auch wenn er damit unweigerlich den Krieg gegen die anderen europäischen Großmächte heraufbeschwor. Der verheerendste Krieg während Ludwigs Regierung dauerte 12 Jahre und brachte Frankreich an den Rand des Ruins. Als Ludwig alt und gebrechlich wurde, geriet er immer stärker unter den Einfluss seiner strenggläubigen Frau. Der König mied nun alle verschwenderischen Vergnügungen, die einst seinen geliebten Palast erfüllt hatten. Versailles wurde in vielerlei Hinsicht ein kalter, langweiliger Ort, nachdem Madame de Maintenon das Sagen hatte. Dort herrschte nun eine dieser trostlosen adligen Welten, wo man seine Uhr danach stellen konnte, was der Hausherr gerade machte. Der Alltag war eine endlose Choreografie der Etikette und Rituale, in denen Madame de Maintenon in der Ecke saß und alles wie eine Heilige verfolgte. Unser Versailles ist trostlos geworden. Diese Feste dienten nur dem Zweck, den Lastern der Höflinge zu frönen. Und Sie, was habt ihr für Unsummen ausgegeben? Frau Martinin war ein Trost für Ludwig. Krankheiten rafften viele seiner Familienmitglieder hinweg, unter anderem einen Sohn und einen Enkel. Und er wurde von den Altlasten seiner Kriege erdrückt.
In den letzten Tagen wurde Ludwig mehr und mehr zu einer tragischen Figur. Ich glaube, es begann mit dem plötzlichen Tod vieler seiner Liebsten. Ludwig hatte Frau Maintenon an seiner Seite, aber sie erzählte später, dass der König häufig über den Lauf der Dinge geweint hätte, wenn er mit ihr allein war. Ich glaube, Ludwig war im Alter ein trauriger Mensch. Er hatte seine Nachfolger überlebt, doch die Kriege, die er früher ohne viel Aufhebens glorreich gewonnen hatte, erschienen ihm jetzt nur noch zermürbend. Mit 77 Jahren, also nach 72 Jahren auf dem Thron, ging es Ludwig erneut sehr schlecht. Man sagt, dass das Bein seiner Majestät schwarz wie Pech ist. Niemand hatte ein so hohes Alter erwartet. Als Ludwig in seinem letzten Lebensjahr schwächer wurde, lag das daran, dass eine Infektion sich im Bein ausgebreitet hatte. Sie hatte die gesamte linke Seite seines Körpers befallen. Selbst Ludwigs Tod wurde zu einem öffentlichen Schauspiel. Ich habe mit dem Hof zusammengelebt. Ich will mit ihm auch zusammen sterben. Hol sie herein zum Abendmahl. Trotz ihres engen Verhältnisses war Madame Maintenon bei seinem Tod nicht anwesend. Es verstieß gegen die Regeln am Hof. Auf eigenen Wunsch ging sie ins Kloster, um sich dort von den Schwestern bemitleiden zu lassen. Die Gattin überließ ihren Mann lieber dem Priester und Gott. Er starb sehr langsam. Frau Maintenon kam noch zweimal zurück, um bei ihm zu sein. Aber dann war es endgültig vorbei. Der Thronfolger war noch ein kleines Kind, ein 5 Jahre alter Junge. Man brachte ihn zu seinem Großvater. Ludwig sagte, sei ein guter König und ich habe den Krieg zu sehr geliebt. Sehr traurige Sterbensworte von Ludwig dem 14., aber sie entsprachen der Wahrheit. Ludwigs lang andauernde Herrschaft war geprägt von der Suche nach Ruhm für sich und sein Land. Ludwig besaß eine lebenslange Leidenschaft, die ihren prägnantesten Ausdruck in dem atemberaubenden Schloss von Versailles hat. So wurde Ludwig der 14. ein Teil der Identität Frankreichs. Ludwig hat nicht nur herrliche Denkmäler, schöne Gebäude und fantastische Bilder hinterlassen. Er hinterließ eine Identität, die bis heute anhält. Ludwig verkörpert die Idee von der Größe Frankreichs. Er war der König und du sein Untertan. Daran gab es nie Zweifel. Er hat in jeder Hinsicht der Welt seinen Stempel aufgedrückt. In every respect. Ludwig wollte jeden beeindrucken. Ich finde, das ist ihm gelungen. Das Ausmaß seiner Vision ist atemberaubend. Keiner ist mit Ludwig zu vergleichen. Like Louis.